Was soll das werden? Da kommen dann auch noch die Fingerchen dran und das Fell hier, das mache ich kurz mit der Haarschneidemaschine. Das ist der Draht hier für die Flossen. Die Beine muss ich noch einnähen, habe ich noch nicht gemacht. Die liegt jetzt bislang, geht erstmal so darum. Erstmal wieder safe und so. Baba! Im Stream, baba! Hier, hallo zu meinem neuen Video. Zu einer neuen Art Doll. Einem Fantasywesen. Einem Fantasywesen. Bleib mir einfach bei Fantasywesen. Alles andere ist Quatsch. Ich habe euch die Rohversion mitgebracht. Wollte ich euch zuerst zeigen. Er war komplett weiß. Und heute tun wir nur Airbrushen. In dem Video werden wir nur Airbrushen. Nichts anderes. Hier kommt jetzt eine kurze Erklärung von Frau Klugscheißer Google zu Airbrush-Pistolen. Also, okay Google, erkläre eine Airbrush-Pistole. Laut Wikipedia. Technisch ist die Airbrush-Pistole ein Zweistoffzerstäuber nach dem Prinzip einer Strahlpumpe, welche Druckluft als Treibmittel verwendet. Mit der Airbrush-Pistole kann jede flüssige Farbe mit feinem Pigment, abhängig von der Düsengröße, auf alle Untergründe aufgetragen werden. Ja, ich war zu faul, das einzusprechen. So mancher fragt sich dann, wo kommt das eigentlich her? Nein, nicht aus dem letzten Einhorn. Den Film kann ich nur empfehlen, by the way. Der König hat dem Roten Steher ja befohlen, er soll die Einhörner jagen und ins Meer treiben, damit er halt vom Balkon oben immer die Einhörner betrachten kann. Ganz schön egoistisch von dem, oder? Mist, jetzt habe ich den ganzen Plot erzählt. Oh shit. Oh mein Gott. Upsi, tut mir leid. Natürlich kommt es aus der Mythologie. Es gibt in fast jedem Brauchtum Kulturgut von der Antike bis, keine Ahnung, die Beschreibung eines solchen Pferdes. Ich bin kein guter Lehrer, ich kann euch das nicht super gut erklären. Ich weiß nur, fantasietechnisch ist das einfach eine ganz tolle Sache. Ich persönlich habe meine Probleme mit Pferden. Liegt aber daran, dass ich als Kind bisschen zu neugierig war und an ein schlafendes Pferd herangetreten bin und das Pferd hat mich doll erwischt. Naja, seitdem bin ich im Umgang mit Pferden relativ vorsichtig. Hm. Kann man mit leben. Ich war bei der Art doll mehr oder weniger spontan inspiriert. Das kam, weil ich das Bild gesehen habe und dann, ich habe noch nicht mal bewusst zur Modelliermasse gegriffen. Das kam wirklich spontan. Einfach so. Erst habe ich sie, wie am Anfang des Videos in meinem letzten Stream schon gesagt, in der Ecke liegen gehabt. So circa eine Woche oder was, halb eingenäht, noch nicht geschert, nichts. Aber dann kam auf einmal dann der Entschluss, oh, du musst das jetzt mal fertig machen, von jetzt auf gleich. Ich weiß nicht, bin ich so ein Initialzünder oder Intuitionskünstler? Bin ich, also bezeichne ich mich ja öfters mal, aber ich glaube, bei der Doll hat sich das bestätigt. Natürlich sollte Pepe aussehen wie ein Zebra, also auch wie in der Vorlage. Eine exakte Kopie, wie auch immer, habe ich nicht hinbekommen. Mache ich sowieso nicht, bin ich nicht der Typ für. Ich mache da immer mein eigenes Ding draus, wenn ich was sehe. Ich kann inspiriert sein von Gegenständen, von Papier, von Material an sich. Und dann lege ich einfach los und mache mein Ding. Mein Ding. Und nein. Ich benutze keine Absauganlage für meine, oder mit meiner Airbrush-Pistole zusammen. Das mag daran liegen, es liegt daran, dass ich direkt über mir ein Dachfenster habe und das mache ich einfach auf und dann ansonsten Maske an und Feuer. Einfach kreativ sein. Natürlich ist die Gesundheit auch wichtig, aber einfach kreativ sein. Fenster auf und losspielen, so ungefähr. Keine Absauganlage. Immer mehr Absauganlage benutzen oder Maske anziehen, Jungs und Mädels.
Also ich will ja nicht eingebildet klingen, gell? Aber neben so ein paar anderen Dolls ist Kelpie wirklich eine meiner Lieblingsdolls. Ich war echt schon überlegen, den für mich zu behalten und mir selbst hinzustellen. Also der ist so, Entschuldigung, geil geworden. Also ich blende euch mal Fuku ein. Fuku war auch so eine Initialzündung. Genauso wie Kurama. Da war dann einfach das Menschliche dahinter gestanden, dass ich so inspiriert war. Bei Blue, bei dem Raptor Baby, Blue war damals einfach der Film. Hier, das war jetzt dann einfach so. Der Wolf mit den Flügeln, einfach so. Bumm, da war er. Ja, und der Drache, der war auch gut. Das waren aber alles so Dolls, die habe ich spontan gemacht. Da habe ich nicht groß überlegt, da habe ich auch einfach gemacht. Und das wird meistens am besten. Deswegen, habt ihr da eine Idee oder sonst irgendwas, macht das einfach. Setzt das einfach um, setzt euch hin, nehmt euch die Zeit. Das ist auch so, das kann auf jeden Fall nicht mehr wie in die Hose gehen. Ja? Mehr kann nicht passieren, als wie das alles komplett nach hinten losgeht. Und dann fängst du halt von vorne an oder was anderes. Oder also mein Spruch ist eigentlich, kann nicht mehr wie in die Hose gehen. So. Ich hab die Streifen halt von hell nach dunkel gearbeitet. Erst ein helleres Blau, dann ein bisschen dunkler und dann, eigentlich ist es lila, aber ich habe vergessen, das Licht genau über die Doll zu halten, dass man es direkt sieht. Ja, da wären wir dann schon beim Gesicht angekommen. Die Streifen sind nicht synchron. Also, Synchronität ist eine schöne Sache, aber nach meinem Empfinden nicht. die Streifen sind einfach so kreuz und quer. Einfach weil Ecken und Kanten viel aussagekräftiger und schöner sind als alles andere. Ja, so sieht's aus. Bevor wir jetzt so langsam zur Präsentation kommen, wollte ich mich schon mal vorsorglich entschuldigen für die wackelige Qualität. Ich war echt am Überlegen, wo ich die Bilder mache, ob ich die draußen mache oder hier drinnen. Ich habe ein paar hier drinnen gemacht, ein paar draußen. Kalpier ist einfach zu groß, um hier drin zu fotografieren. Beziehungsweise ich habe keine Kulisse dafür und am liebsten fotografiere ich halt draußen, am liebsten im Wald beim Spazierengehen mit den Kids. Wetter sagt so, nö. Von daher kommt das Präsentationsvideo direkt von meinem Schreibtisch. Bisschen wackelig, tut mir leid, sorry dafür. Falls ihr mögt, was ich so tue, schaut auf der Facebook-Seite, auf der Insta-Seite vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Einen schönen Tag gewünscht. Schönen Abend gewünscht. Gute Nacht gewünscht. Bis denne, eure Nenne.